bin im Somerset-Haus und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Oh. Hey, sie scheint etwas übereifrig, oder? Wer war das, Bagley? Wir haben Nouns-Namen und Gesicht durch die üblichen Datenbanken gejagt und das Ergebnis war nichts. Oh, now. Okay, ich hab's kapiert. Sie betreibt ein Krypto für Kloppe-Netzwerk. Und ihr wollt euch mit ihr treffen? Das ist ziemlich dämlich. Meiner Ansicht nach ist es das Risiko wert. Sie scheint ein echter Deadzeck-Fan zu sein. Ich hätte sie lieber zum Freund als zum Feind. Ja. Wenn ich zu Zero Day gehört, weiß sie vielleicht, wer es tut. Und wenn sie zu Zero Day gehört, ist es vermutlich eine Falle. So oder so, wir kriegen neue Informationen. Auch gute Ansicht. Ja, 404 nicht gefunden. So, einfach mal hin da. Vicky hat gerade noch mit uns diskutiert. Ich sage sogar, nee, nö. Kann ich eigentlich Vicky nehmen und geht das? Kann ich direkt zu ihr wechseln? Bin dann direkt da? Sie ist direkt in der Nähe. Ja, anscheinend schon. Was ist denn? Nein, du kannst nicht in euren Fisch essen. Lass den Fisch aber stehen. Genau, weil hier nämlich das Somerset-Haus ist, dachte ich. Und du bist direkt... Oh. Daneben. Gut, du bringst mir bloß nicht viel. Aber du hast mich... Doch, du hast mich hingebracht. Kannst deinen Fisch weiter essen. Ich brauch doch ihn. Ich dachte bloß, weil sie direkt nebenan ist. Du wusstest ja auch nicht, dass das Sperrgebiet ist. So wie gefühlt alles. Er ist jetzt hoffentlich auch hier. Ja. Guck. Ein paar Reinstürme hier. Ich dachte, sie ist direkt da zuvor bei da gewesen. Aber die Elbenbecher kommen ja halt ihm wieder. Ah, okay. Das geht ja. Mal ja mal so. Einmal so. Aber wir hätten auch die Falle nutzen können. Gibt beides. Wir nehmen jetzt wieder die Falle, die hätte ich auch springen können, dann wäre es auch offen gegangen. Kommen wir da mit? Oh, noch eine weitere Maske mitnehmen. Du warst zu neugierig, sorry. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Kann mir aber nur so vorkommen, aber ich glaube für irgendeinen Auftrag nicht mehr. Nicht für die Hauptquest, da war ich noch nicht so weit. Aber ich glaube, ich war mit meiner ersten Session auch für irgendwas schon mal hier. Es kommt mir sehr bekannt vor, auf jeden Fall. Vielleicht habe ich es auch schon mal gesehen. Kommt mir hier sehr bekannt vor. Den wollte ich gar nicht ausschalten. Ich wollte dich ausschalten. Aber egal. Dann machen wir so. Das geht auch. Das ist auch cool, dass wir ihn stören. Die Falle hat auch ausgelöst. Dann einmal tarnen. Sorry, du stehst da im Weg. Ah, wieder Bowker-Gebäude im Bremen. Passt ja. Mal gucken, ob das richtig ist. Oh, Gegenspinner. Dann schalte ich dich mal kurz aus, würde ich sagen. Ah.
Aber schon den Server gefunden. Halt's Maul. Dieser Job ist anders. Gefährlicher. Wer ist das? Ich sag's dir. Aber zuerst muss ich dir vertrauen. Und du mir genauso. Okay? Also, ich schick dir einen anderen 404-Job. Damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Woher weiß ich, dass diese Ziele es auch verdient haben und dass sie uns nicht reinlegt? Oh, sehr gut. Du stellst die richtigen Fragen. Vertrau mir. Ich informiere mich. Ich kenne jeden Job in- und auswendig. Und sie sind alle Teil des Problems. London, der Welt, wird es mit unserer Hilfe besser gehen. Gut. Entschuldige mich. Ich muss diesen Deppen wegbringen, bevor er zu Kräften kommt. Bis dann. Keine Frage. Klingt, als hätten wir eine potenzielle Zusammenarbeit mit dieser gemeinen, aggressiven, geheimnisvollen Frau. Denk mal drüber nach und wir reden darüber, wenn du aus dem Somerset raus bist. Jo. Ach, warte, die Technikpunkte hier wurden nämlich noch mit. Ja, die Nachricht hier auch meinetwegen. Aber die Technikpunkte, die sollen ja hier doch sein. Die hätte ich gerne. Ah, da. Wie komme ich denn da rein? Wahrscheinlich durch. Dings. Aber wir gehen erstmal raus hier. Guten Tag. Was mache ich jetzt? Das Mädel ist auf keinen Fall bei Zero Day. Sie ist vermutlich zu verrückt für dich. Also ich persönlich mag diese Nord. Helfen wir ihr mit ihren Aufträgen. Wenn ihr beschließt, Minijob-Aktivisten zu werden, unterstütze ich euch, weil ich buchstäblich keine andere Wahl habe. Geht zum Nexus Tower, okay? Können wir machen. Okay. Die interessieren mich zwar nicht, aber das interessiert mich. Und ich scheiß Musik aus. Fahren wir mal zum Nexus Tower. Weil laufen werde ich da bestimmt nicht hin. Mal vorher mal kurz informieren mit denen. War klar. Nichts mehr Nexus Tower erzählen. No, ich wette mal. Mal Albion-Verkleidung komme ich da einfach rein. Aber sehen wir ja gleich. Cooles Auto, was wir geklaut haben. Muss ich sagen. Heute mal einen dafür in Brückenhandlern fahren. Ach nee, immer das gleiche. Selbst das Fahren nervt so ein bisschen. Jetzt bin ich warten, bis der scheiß Bus da vorbei ist, um hier rumzukommen. Ups, sorry. Ah, okay, hier vorne um die Ecke. Den Roller mal kurz wegschubsen, weil er einfach meinte, rüber zu fahren, wenn ich hier lang fahre. Okay, den Typen, den lassen wir mal lieber in Ruhe, sonst gibt's gleich wieder Ärger. Ja, ich stehe auch schon Albion dran, alles klar. Da brauchen wir keine weiteren Fragen stellen, steht doch schon Albion dran. Ich bin da. Sehr gut, es geht um Folgendes. Im Nexus Tower steht ein Quantencomputer, der von Albion verwendet wird. Er simuliert die zivile Reaktion auf große Ereignisse. Massenverhaftung, Deportation, Bombenanschläge. Ach, verdammte Scheiße. Sie lassen Simulationen laufen, um zu sehen, was unbemerkt bleiben kann. Das ist hochgradiger Faschismus. Ja. Ein ganz fieses Gerät. Zerstöre den Quantencomputer. Das ist der Auftrag. Okay, kriegen wir, glaube ich, hin.
Achso, das kann man nur hier mit singen. Na, du bist Bad Guy, dann mach ich mal so. Ach, was willst du denn? Was willst du? So, weg mit dir, doofen Drohne. Hab ich auch extra. Du dir dann zu hätten. Mal kurz hoch. Und ich wieder aktiviert. Jetzt zerstören? Ich hoffe doch mal. Kann man den Scheiß nicht zerstören? Doch so. Ich wollte bloß ein scheiß Geschütz ausschalten. Und nicht gleich die halbe Basis auf mich losgehetzt haben. Ich würde gewinnen. Weil ich euch einfach alle umbringe. Wenn ihr mitten in Roll lasst. Ist jetzt gut? So, ist jetzt eigentlich gut. Jetzt endlich in Ruhe meine Arbeit machen. Oh, ja, gut. Wer soll hier noch zuhören? Ich habe eigentlich alle umgebracht. Weil sie es nicht auswollten. Nur deswegen. Ich brauche neue Munition. Ja, ich glaube auch. Bevor noch neue kommen. Ja, ich glaube auch wirklich nur zu brauchen, wenn ich denke, ich konnte das Geschütz nicht alles ausschalten, aber mussten halt gleich alle wütend werden. Deswegen ging es dann nicht anders. Jetzt muss ich gerade gucken, wie wir wieder rauskommen aus dem Scheiß. Dings. Hallo, rüber da. Na? Dann kann ich die Waffe wegpacken, dann sind wir auch noch anonymer. Ja. Deswegen. Sehr gut. Ich freue mich, dass wir eine vertrauensvolle Basis haben. Ich zeige dir den Auftrag, den ich gerade untersuche. Okay. Wieder im Gebiet, wo wir noch nie waren. Oh, wir gehen erstmal ins Versteck kurz. Weil von da aus sind wir schon auch schneller da. Mhm. Ja, richtig, ja. Ach, dann gehören wir am Nebenquest. Ein Kurs mit dem Nebenquest mal, glaube ich. Bald. Riechen wir ja.
sobald wir dieses Kapitel durch haben. Ich habe noch nicht mal die erste gemacht. Okay. Ja. Ich werde dann ganz normal. Ich würde sagen, wir machen diese. Denkst du ja? Diese Jobs, die sie hat, nachdem wir jetzt das 404 Kapitel durch haben. Ja, er hört da eh wieder auf zu reden. Das 404 kaputt abgeschlossen haben wir hier mit dieser Nebenquest und dann kümmern wir uns um das andere, weil es gibt ja zwei. Weil es gibt ja zwei. Cool. Wenn man bei diesem Auto fährt, da bist du noch nicht ganz super cool. Was war ich jetzt? Es gibt ja zwei große Kapitel aktuell, bevor es mit ihr überhaupt weitergeht. Deswegen würde ich sagen, wir machen das mal. Wir machen erstmal das Kapitel jetzt fertig. Dann gucke ich mir ihre Nebenjobs an, also ihre Polizeiarbeit-Dings da, ne? Sorry. Und dann. Ne? Machen wir das nächste Kapitel, das zweite Hauptkapitel halt, was aktuell noch offen ist, bevor es überhaupt mit Mutter Kelly weitergeht, ne? Das mit dem Albion-Polizisten und so, das machen wir dann. Nach, würde ich sagen. Das ist mein Plan aktuell. Genau. Deswegen erst das hier. Es fehlen noch vier Kapitel abschließend, dann die Polizeijobs, die sie uns anbietet, machen. Und dann das zweite große und dann geht es ja wahrscheinlich um Mama Kelly. Geht es dann wahrscheinlich danach weiter, ne? Soweit ich die Story vom Lord Shockleaton jetzt richtig verstanden habe. Wow. Da gibt es noch einiges zu erledigen. Also es wird noch einige Parts geben. Wie gesagt, wenn ich das denn beendet habe, das Projekt. Man hat es ja vorhin schon in der Aufnahme gesehen. Ich lade gerade noch Assassin's Creed Valhalla und das habe ich mir gerade gekauft. Das wird der jetzt auch demnächst anfangen aufzunehmen und sobald. Und das lade ich dann aber erst hoch, sobald wir hier Watch Dogs Legion das Projekt durch ist, also wir Watch Dogs Legion durchgespielt haben. Dann lade ich das andere hoch. So, er hat es ja gerade schon gesagt, wir kommen hier nicht rein, aber wir können hier irgendwo aufs Dach, meinte der andere Typ. Jetzt wieder die Frage, wo. Das ist noch nicht wieder markiert oder so, sondern wir sagen, ja, da oben muss die ziehen. Da ist ganz großer Auftrag, aber wie du reinkommst, muss ich selbst gucken. Kann ich das hacken? Ja, dann weiß ich wie. Ups! Ups, das war so nicht geplant. Okay. Doof gelaufen, das war ganz und gar nicht so geplant. Ja, upsala. Na, wir Wichser, ich war es aus Versehen selber. Ich hoffe, dir ist klar, dass es idiotisch wäre, den Haupteingang zu nehmen. Versuch mal, diesen
Zugangspunkt auf dem Dach zu finden. Hm. Jagd auch. Ich habe ihn schon gefunden, aber ein Mensch stand aus Versehen noch so 2 Meter neben diesem Ding. Ich habe das Ding jetzt auf ihn gehauen aus Versehen. Wir hätten den Albion oder den Albion-Typen behalten müssen. Kann man als Albion oder Bauarbeiter haben. Er versucht gerade irgendwie mal neue Verbindung zu stören, warum auch immer. Warum auch immer wurde ich gerade hier rausgeschmissen? Hallo, was soll das? Hey, hier war das, oder wie? Huh? Hast du gerade meine Verbindung gestört? Du guckst mich schon so an. Hast du das? Arschgeige. Du warst das, ne? Weg mit dir. So, der zum Beispiel hier. Der kann das. Der kann da zum Beispiel unentdeckt da rein, weil, ne? Digga, willst du was jetzt bei jedem erzählen? Bloß weil ich... Ja, wissen wir schon, Mann. Du musst euch jetzt bei jedem erzählen, Mann. Ich weiß das doch schon. Damit hat man wieder erzählt, ein Idiot verloren. Ich weiß das doch schon. Hab doch bloß zum Bauarbeiter gewechselt, weil der hier unbemerkt da reinkommt. Genauso wie der Albion, mein Albion-Typ. Den ich leider mit dem Ding überfahren habe. Den ich das Ding leider auf den Kopf geschlagen habe. So leicht. Trotzdem im Verdacht. Du bist ja das Arschloch, du erkennst mich. Pass auf, wenn ich dich sehr froh, dass ich dich da nicht runterkicke, Alter. Das wäre ja ein Gesinn haben. Weg mit dir. Junge. Danke. Mann, warum muss so eine scheiß Drohne so stark sein? Du bist behindert. Okay, mein Rechtsanwalt und meine Sanitäterin scheinen wirklich gut Arbeit zu leisten. Der Typ ist schon wieder frei. Ah, ich glaube, es liegt für euch am Rechtsanwalt und Sanitäterin, dass die immer so schnell wieder da sind. Ich glaube, die haben sich wirklich gelohnt. Och, der nervt. Ja, es ist mir schon klar. Mit dem Fensterputzeraufzug. Das müsst ihr mir jetzt nicht andauernd erzählen. Ich hasse das. Ich weiß doch, was los ist. Du erzählst den Dialog einmal. Warum erzählst du bei jedem Charakterwechsel den Dialog nochmal? Ich meine, es ändert sich ja nichts. Die blöde Drohne, Digga. Weg mit der. Die Türen da drüben. Bleib selber stehen. Vor allem, dies ergeben sie sich jederzeit Albion-Mitarbeitern. Ach, da bist du. Wollen wir den hier erschießen?
das denn? Na Tom. Mit dir. Ich nehme jetzt mal einen Ruhrtechnikpunkt, damit die juckt mir alle nicht. Komme ich da drüben hin? Ich möchte gerne darüber, muss ich. Wo komme ich da hin? Komme ich da doch von der Seite? Hier ist auch was. Das nehme ich mit. Da kannst du eine Kamera hacken. Rüber kann ich ja nicht. Da durch. Warum da durchzukommen? Ich habe die, um da ranzukommen, ich habe die andere Seite. Was wir ja suchen können. Genau, der kann darüber. Ah, okay. Der kann darüber und dann kann ich jetzt hier den Dings, den Schlüssel hacken. Mit dem dann kann ich jetzt den Schlüssel hacken. Ah, okay, dann machen wir es so. Bei brauchen Schlüssel, um reinzukommen. Den lade ich jetzt runter. Und dann komme ich hier rein. Mal gucken. So. Alles, was sie ausmacht, spezifisch ihre Liebe, ihre Furcht, ihre Träume, sogar die Unartigen. Alles elektrische Signale, die zwischen ihren Ohren hin und her laufen. Dieses Ding ist leistungsfähiger als jeder Computer. Doch es hat seine Grenzen. Ich sah, wie meine Mutter an der Mitochondrienkrankheit starb und dadurch habe ich realisiert, dass wir alle sterben müssen. Aber was, wenn wir das ändern könnten? Sagen wir, wir können ihr Gehirn scannen für einen Upload der Neuralkartierung in die Cloud. Tja, das wäre das Ende allen Leids. Das Ende des Todes und der Beginn einer neuen Gesellschaft, in der Krieg, Unterdrückung, Krankheit, Sorgen der Vergangenheit wären. Was bringt mir das, wenn mein Gehirn hochgeladen ist und ich wie du da durch die Gegend laufe? Zuerst bitte ich die Techniker um die Unterbrechung der Live-Übertragung.
Schließlich sollen keine ungebetenen Gäste Aufnahmen von Interna machen. Daybreak ist ein Darstellungssystem. Deswegen auch Do Not Share. Oh. Gleich wird Ertrauung unterbrochen.